Ich will mich ja nicht beschweren, ich bin froh, dass ich es habe, aber mittlerweile brauche ich es eigentlich erstmal nicht mehr. Wie gesagt, ganz am Anfang keine Chance, Wasser zu finden. Bin beinahe ausgetickt. Und jetzt interessiert es einen nicht mehr. Komisch, wenn man was nicht hat, ist es Mist. Wenn man es dann hat, dann interessiert es einen irgendwie nicht mehr. Ich will jetzt gucken, ob ich kann ich irgendwas rausziehen? Das ist ja eigentlich eine Form von Tinder-Plug. Okay, es ist gefroren. Da kriege ich eher nichts raus. Und der Wolf da ist nicht sehr freundlich, glaube ich. Ich gehe mal zu der Farm. Unsere kleine Farm. Schade, wenn es nicht gefroren wäre. Stroh ist ein guter Anzünder. Andererseits, Tinderplugs haben wir jetzt nicht so die Not. Was könnten wir denn in der Scheune finden? Vielleicht eine Menge von einer Anzahl Zombies, wie bei The Walking Dead. Pleasant Valley Outbuildings. Ich glaube, da lag was in der Ecke da links. Tatsache. Ah. Ich muss sagen, sowas ähnliches habe ich vermisst. Ja, natürlich, da lagere ich auch mal mein Essen. Was ist das? Ist das überhaupt was? Krieg ich das? Kann ich nicht nehmen. Keine Ahnung. Ja, Cedar Firewood. Ah, schade. Ich habe gedacht, hätte ich vielleicht Glück und finde was Interessantes. Obwohl eine Hatchet ist schon mal ganz gut. Auf die Hatchets sind wir auf jeden Fall angewiesen, spätestens dann, wenn unsere natürlichen Nahrungsvorkommen erschöpft sind. Das heißt, wir alles ausgeplündert haben, was man ausplündern kann. Dann geht's an die Tiere. Und die kriegt man teilweise ohne Hatchet nicht mehr. Ah, noch ein Auto. Das sieht aber eher aus wie eine Scheune. Und ist ja schon mal aufgefallen, dass man nie einen Toten im Auto findet? I could use this. Oh, kleinen Moment. Und zurück. Ich glaube, hier war ich gerade schon drin. Nachteil ist natürlich, wenn wir uns hier nicht auskennen, wenn ich in einen Schneesturm komme, haben wir ein Problem. Ach, ich dachte gerade, ich kann das Ding bewegen. Geht immer noch nicht. Geht nicht. So, hier hätten wir schon mal einen Eingang. Ich gehe mal kurz rundherum. Oh, da liegt was. Ja, einfach mal so, okay. Hat wahrscheinlich ein alter Traktor was verloren. Ich hätte gedacht, hier muss man durch die Dinger rein. Oh, das geht gar nicht. Ich gehe mal noch nicht so viel abseits. Ach, sind auch zwei Eingänge schön. Bahn, nie Bahn. Oh, hier kann ich nicht drauf nächtigen, schade. Oh, noch ein Auto. Die müssen ja Geld haben. Und keine Pferde und keine Kühe und gar nichts. Ist das? Ach, Leder, natürlich. Okay, oben, das geht nicht. Ah, da hätten wir doch schon mal ein Rindvieh. Ah. Der hat es anscheinend versucht zu überleben. Aber sich einfach nur hinzusetzen, ohne was zu haben, damit überlebt man eher weniger. Oh.
Beinahe übersehen. Wisst ihr was, ich verwurste gleich mal eine Pry-Bar. Obwohl, hier drin kann ich ja schlafen zur Not. Nee, hier drin ist wenigstens einigermaßen warm. Um Kohl brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber vielleicht sollten wir wirklich hier ein bisschen übernachten. Glücklicherweise ist hier ein Auto. Geht auch nicht. Schade. Ich renne jetzt mal wieder. Oh. Das hier hätte sich wahrscheinlich als Basis sogar angeboten ein bisschen. Ich weiß aber nicht, wie zentral das jetzt liegt. Ah, Lantern Fuel, okay, zur Not. Können wir es wieder auffüllen? That'll come in handy. Kann man was Neues herstellen? Ja. Nein. Torch habe ich euch noch nie gezeigt. Bla bla bla. Machen wir auch noch, spätestens wenn die Flares alle sind. Ich weiß aber nicht, wie die Fackeln funktionieren. Ob man die denn auch so spontan zünden kann. Hope nobody needs this anymore. Quality Tools, cool. Keine Ahnung, wofür die da sind. Oh, noch eine Stormlander. Das heißt, ich verwurste jetzt unsere alte. Oh, der Can-Opener ist sogar schon recht weit runter. Oh, wir haben ja sogar mehrere. 30 Minuten werden geharvestet. Das Ding harvesten wir jetzt auch. Was ist denn das? Crafting and Repair. Ja, okay, hat sich jetzt nicht wirklich geändert. 0,02. Passt mal auf. Hm? Da. I could use this. Oh, okay, noch was gefunden. Ich glaube, sonst ist hier aber tote Hose. Brennt ganz schön lange für 0,02. Egal. Und es ist alle. No fuel in Lantern. Also, wenn ihr diesen Trick anwendet mit diesem nur kurz entfachen, immer darauf achten, dass noch was drin ist. So, das Ding wiegt 1 Kilo. Ich nehme das auf, mal sehen, ob das besser ist. What have we here? Oh mein Gott, das ist ja noch schlechter. Nein, so ein Scheiß. Das heißt, ich muss das die andere leer machen. Naja. Wir schlafen dann eh erstmal ein bisschen. Ach, hatte ich ja schon. Das Einzige, was hier drin fehlt, wäre eine Feuerstelle.
Naja. Klingt logisch. Ich glaube, es ist eh gerade ein Sturm. Halt. Mensch, schlafe ich auf Fahrerseite. Ist schon wieder voll überladen. Ja, ein bisschen durstig, das ist kein Problem. Hier. Hau weg den Latz. Köstliches Hi-Ha-Hundefutter. So, und jetzt wird Zeit, ein bisschen zu schlafen. Ich würde sagen, wir schlafen bis zum nächsten Tag. Ein Glück kann man in den Dingern schlafen, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. So. Das Vanishing nehmen wir dann mit und mal sehen, was wir so alles noch finden auf dem Weg. Hier wird er wahrscheinlich, ich schätze mal, hier ist vermutlich genauso viel Platz und alles drin wie in dem anderen. Ah, jetzt sollte ich vielleicht doch ein bisschen aufs Wasser achten. Obwohl. Uns geht's noch relativ gut. Oh, okay, gut. Interessant finde ich übrigens, dass man gebratene Fleisch genauso viel wiegt wie das ungebratene. Weil man hat eigentlich 20% Wasserverlust, wenn man Fleisch brät. Zumindest hat das mir mein Mann gesagt, der es gelernt hat. Und eigentlich habe ich es später auch in Kochsendungen gehört. Genauso, dass warmes Essen 30% intensiver schmeckt als kaltes. Das sind solche Sachen, die man halt entweder durch Lebenserfahrung lernt oder... Moment, wo laufe ich denn hin? Hinten ist noch ein Haus. Ich hab's genau gesehen. Genau gesehen. Hier gibt's auch übrigens gar keinen Alkohol. Wie kann das denn sein? Das sind doch Kanadier. Muss doch alles voll sein. Es wäre ein Feldstecher nicht schlecht, aber da hinten ist, glaube ich, ein Wolf. Sieht für mich zumindest danach aus. Ich sehe einen ganz kleinen schwarzen Punkt, so ungefähr, ein Stück rechts davon. Einen kleinen schwarzen Punkt. So. Ah, okay. Hey, ich kann sich nehmen. Hallo? Ah, jetzt. Natürlich. Wir haben mit den Dingern aber zugeschmissen. Naja, wenn wir merken, dass wir irgendwann so viel tragen, kann ich immer noch ein Feuer machen. Ich habe ja Cedar und für Firewood. Gar kein Problem. Aber ich glaube, die Farm ist soweit leer. Oh, da habe ich noch gar nicht geschaut, ob da irgendwelche... Ne, sieht nicht so aus. Hier sah es bestimmt mal voll schön aus. Wo sind die ganzen Tiere hin? Zum Beispiel die Hunde, die hier wahrscheinlich drauf gelebt haben. Die sind wahrscheinlich zu Wölfen geworden wieder. Oder wahrscheinlich eher von den Wölfen gefressen worden. Bloß der Hase da nicht, der ist noch aus eigener Zucht. Also Zucht von denen, die gelebt haben. Wohlgemerkt. Ach ja.
Laufen wir der Straße mal weiter. Wäre, glaube ich, viel besser, wenn man mit dem Auto fahren könnte, aber die gehen eher nicht mehr so.